Und damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, genommen habe jetzt und erinnert zu einem neuen Paar Pokémon Y mit dem Zwergfrust. Ja, ist auch wieder ewig her. Neuer Part, neues Glück, neue Herausforderung. Mit dir muss ich reden, oder? Ja. Pokémon-Team ist hoffentlich geheilt und einsatzfähig. Wollen wir anfangen? Ja, nicht so, aber los geht's. Meine Pokémon glauben an mich. Sie glauben, dass ich es schaffen kann, die Mega-Entwicklung zu meistern. Sie haben mir die ganze Zeit über beigestanden. Deswegen darf ich auch um ihre Willen nicht verlieren. Ich brauche dich nur anzusehen, um zu wissen, wie stark du bist. Aber wir werden nicht verlieren. Wir werden auf jeden Fall gewinnen. Das werden wir ja mal sehen. Eine Herausforderung von Pokémon-Trainer Kalem. Drei Pokémon hat er. Psyogon wird eingesetzt. Psyogon. Ja, Erik. Okay. Ja, ich sollte wirklich aufhören, so große Lücken zwischen den Parts zu machen, die Parts so weit auseinander zu legen. Mein Team wird mir immer unbekannter. Ich kenne mein Team gar nicht mehr, hier in Pokémon Y. Na ja, gut. Das Ganze ist für euch dann natürlich ein bisschen verwirrend, wenn ihr das am Stück seht. Und ich dann immer in jedem Part sage, ist es ewig lange her, dass ich das letzte Mal aufgenommen habe. Naja, so ist es halt. Was genau passiert hier? Sieht gerade nach relativ wenig aus. Also zumindest auf Seiten von Zerugon. Also, das liebe Schlurke wird gerade ordentlich besiegt. Was hätte ich denn da noch so im Angebot? Ein Markus hätte ich da im Angebot. Erik, komm zurück. Du bist dran, Markus. Auf in den Kampf. Psy-Welle. Okay, dann wollen wir mal Markus. Feuerwirbel. Nitrodano wäre besser gewesen, aber ja gut. Man muss ja nicht immer, man muss ja drin, man kann ja nicht immer. Los jetzt aber. Oha. Scion ist ziemlich stark, würde ich mal behaupten. Ach du Schande. Das ist ja meine Nummer. Und ich muss den Kampf jetzt bestehen. Mit meinem wahnsinnig unterlevelten Pokémon-Team. Ja. Diskret. Diskret unterlevelt. Diskret schwach. Ja gut. Zermürben vielleicht Relaxo. Na komm. Zerstampf es. Ich meine, was habe ich denn hier für ein Team? Das ist doch los. Ja, gut. Training war noch nie so wirklich meine Stärke. In keinem Pokémon-Game. Müssen wir wohl ein Schwert und Schild jetzt mal ordentlich reinhauen, wenn es rauskommt. Und mal ein bisschen Trainingsparts machen. Ich nehme es mir immer wieder vor, aber ja, letztendlich wird es ja eh nichts draus. Mal schauen. So absurd, ich zermürbe ich auch noch. Mal schauen, vielleicht auch nicht. Kommt drauf an, ob es Zwergina jetzt aushält. Jo, könnte knifflig werden. Wurde knifflig. Zwergina wurde besiegt. So, nächstes Pokémon. Dann lassen wir doch mal den Erik weiterkämpfen. Mensch, Lock. Na, komm.
Wie wär's denn mit Turbodreher? Das sieht doch nach einer Chance aus. Oder nicht? Ja gut. Dann halt du. Papageno. Klingensturm. Was war das noch gleich? Das war nicht sehr effektiv. Auwei. Verbrennung, das ist gut. Das können wir gebrauchen. Auch wenn das Team schon ziemlich am Arsch ist. Na komm. Okay, hat es doch in der zweiten Runde noch was gebracht. Und schon ist der Vogel am Boden. Vom Himmel geholt. Absol brennt. So. Dann bleiben mir ja nicht mehr viele Optionen übrig. Sei denn, ich habe irgendwie einen Begeber im Beutel. Was ich zu bezweifeln wage. Was stark bezweifle. Antike Kraft, na komm. Wenigstens das zweite Pokémon noch. So, absolut. Da war es noch eins. Vielleicht kriegen wir das letzte Pokémon von unserem Rivalen, von Kalem, doch noch irgendwie hin. Kriegen wir vielleicht noch irgendwie besiegt. Ein paar Levels gab es jetzt hier schon für mein Pokémon-Team. Am 14. Ja, gute Nacht. Beleber haben wir keins mit dabei. Ja, warum denn auch? Antike Kraft. Na gut, hoffen wir mal das Beste. Halt durch. Na komm. Level 28 gegen Level 30. Naja, gut. Es kann was werden, aber ich glaube hier nicht so unbedingt. Weil Goras wurde besiegt. Und da hätten wir noch leer. Ja gut, vielen Pokémon gegen Wasser. Muss jetzt nicht unbedingt klappen, aber die ganzen Attacke. Na komm. Lasse wirken. Ja, das geht. Es geht. Aber das Pokémon ist schwach. Level 24 gegen Level 30. Autschi Bautschi. Oh je. Na, dann brauchen wir mal dringend einen Trank. Und selbst das könnte ziemlich knapp werden. Na komm. Halte durch. Halte durch. Jetzt ist das Pokémon im Team. Oha. Auf jeden Fall ein sehr, sehr knapper Kampf. Na komm, na komm. Noch einmal. Rasierblatt. Na komm. Ach, verdammt, warum darf der als erstes einsetzen? Ach komm, erzähl mir doch nicht. Das war ja mal knapp. Erzähl mir keinen Scheiß. Im Pokémon Center. Hoffentlich in einem in der Nähe. Alles klar, so sieht's also aus. Da ich mich schon beim Reden verschluckt. Ja. So ist es um mein Team bestellt. Ja, die Mega-Entwicklung, die Mega-Sache hier. Im Megaturm. Da waren wir. Auf ein neues Kanem. Vielleicht schaffen wir es ja mal wieder First Try, also beim dritten Versuch. Er glaubt an den Pokémon, er glaubt, dass er es schaffen kann. Dieser Glaube, der ist sehr realistisch. Ein ganz schöner Realist, dieser Kalem. Mit seinen drei Pokémon hat er doch irgendwie ordentlich was drauf. Im Vergleich zu meinen Sechsen. Ja, ich würde jetzt mal den lieben Schlock zurücknehmen und versuchen wir es mal mit Markus. Vielleicht ist Zwergina da doch die Beste. Aber Markus, kannst mal beginnen. Kannst mal
versuchen. Na komm, Lichtschild wird dir auch nicht viel helfen. Nur Psi-Strahl. Na komm. Säuse Stimme, willst du mich verarschen oder was? Okay, ein bisschen was hat's gemacht. Psi-Strahl. Auwei. Das war ein Volltreffer. Na komm. Lass dich von der Säuse Stimme nicht einsäuseln. Los, Nitro-Ladung. Attacke. Das ist schon ordentlich besser. Ja, ordentlich ist es nicht, aber es ist besser. Ja. Komm. Fast die Hälfte. Na komm. Das werden wir doch wohl hinkriegen. Das Psiogon. Psiogon. Das sind so richtig scharfe. Ein richtig scharfes Wort am Anfang. Psiogon. Das gibt es auch, glaube ich, nur in der deutschen Sprache. Dass man sowas so hart aussprechen kann, so scharf, so. Das ist richtig ein Messer, klingend scharf, scharfes Wort. Das ist Psiau. Psiau. Das ist so, es tut richtig weh, wenn man es hört. Psiau, Mann. Das ist ein hartes Wort. Gibt es das noch in anderen Sprachen? Russisch vielleicht. Russisch ist so ein bisschen eine harte Sprache. Obwohl, da gibt es jetzt nicht solche, so harte Laute. Ja, weniger. Glaube ich eher nicht so. Da gibt es zwar auch viele Zischlaute, aber ich glaube, da wird eher die Zischlaute werden da eher weicher ausgesprochen, werden da in ein Weichheitszeichen versehen. Miachis nach. Ja, da hat jemand Russisch in der Schule. Das Weichheitszeichen. Zauberblatt. Das können wir gegen Wunschtraum. Ja. 1, 2 und schwupp. Ne, hat Wunschtraum vergessen. Und Zauberblatt erlernt. So. Und weiter kämpfen. Ja, Markus kann noch ein bisschen. Was? Feuer gegen Wasser. Jetzt schon am Fizzel. Das geht ja nicht. Na komm, kriegen wir es trotzdem irgendwie besiegt. Naja, mit der Wasserattacke macht uns am Fizzle jetzt den Chaos. Da kann vielleicht Lea Abhilfe leisten. Zauberblatt haben wir gerade neu erlernt, können wir gleich mal austesten. Geht halt durch. Na komm, dann lass es wirken. Ja, ordentlich. Das kann man zählen lassen. Nochmal. Halte durch. Halte durch, ja. Ich brauche dich. Na komm. Am Fitzel K.O. machen. Ich sagte K.O. machen. K.O. machen sieht aber anders aus. Ein Supertrank. Na komm, halte durch. Kämpfe bis zum Ende. Du kriegst das gebacken. Ich glaube an dir. So, komm, halt's durch. Jetzt darf am Fizzle gleich nochmal einsetzen. Ach, so ein Dreck hier. Ja, sag ich doch, hochzuki. Und schon ist es vorbei. Was für ein Dreck. Warum darf der dreimal hintereinander einsetzen? Zweimal. Wir wollen nicht übertreiben. Zweimal hintereinander einsetzen. Algoras vielleicht. Komm, diese 2 KP hier. Ist eigentlich nur eine 2 KP. Kriegen wir doch wohl mit antike Kraft noch besiegt. Na komm, und durch bei Algoras. Na komm, jetzt mach keinen Scheiß. Das ist Scheiß. Sagte, mach keinen Scheiß. Hat sich selbst verletzt. Ach je. Und dann muss wohl Zwergina wieder ran. Zermürben. Na komm, diese letzten KP jetzt. Diese letzte KP hier. Fertig machen. Komm. So, Dankeschön. Nächstes auf eines hier verlass. So, da war es noch eins. Das letzte. Absol. Das kriegen wir vielleicht auch noch irgendwie klein gerockt. Zermürben. Na komm. Irgendwie. Komm. Halt durch.
Ich sag, halt durch und der geht hier was in die Knie. Von einem Biss. Auch zu tief. Heilige Schande, was zum Henker ist hier. Ja. Mir kratzt es heute auch am Hals. Hab irgendwie heute Kratzerittes im Hals. Tut mir, sorry. Ihr müsst da ein bisschen ertragen. Na komm, ihr kriegt das vor. Ihr kriegt doch diese drei Pokémon, drei Team-Pokémon besiegt. Na komm, Schnabel. Halt den Schnabel ab, so. Komm, mach's zu Ende. Ist schon im roten Bereich. Na komm. Durchhalten. Na komm, Verbrennung. Komm. Noch die paar HP. Na komm, an. Ist klar. Hau rein. Hau, Schnabel. Zack. Nice. Besiegt. Und da haben wir den Kampf auch Fuchs 2 beim zweiten Versuch geschafft. Ja. Fuchs 2. Ja, mein Fuchs 2. Also Fuchs 2 mit Öl. Versteht. Ich habe verloren. Spankfee gewinnt 6000 Pokémon Dollar und geht siegreich nach dem zweiten Versuch. Ich meine, nach dem ersten Versuch First Try aus dem Kampf ging gerade hervor. Eure Freundschaft verleiht dir, nein, euch, große Kraft. Diese verdammte romantische Musik. Es ist zwar bitter, dass ich verloren habe, aber jetzt bin ich mir ganz sicher, dass du die Mega-Entwicklung meistern wirst. Bei jedem Pokémon-Kampf gibt es Sieger und Verlierer. Aber das ändert nichts daran, dass ihr beide fantastisch trainiert. Die Mega-Entwicklung ist nur eine Methode, um seinen Pokémon zu mehr Stärke zu verhelfen. Ich bin mir sicher, dass es viele Trainer gibt, die auch ohne das absolute Maximum aus ihren Pokémon herauskritzeln. Nun gut, Zwergenfee. Fordere zuallererst die Arena der dritten Conny heraus. Wes, ich hab doch gerade gegen Kalem gerade so, also knapp nicht verkackt. Jetzt doch die Arena-Leiterin, ach du Schande. Für die Mega-Entwicklung benötigt das Pokémon einen Megastein und der Trainer einen Mega-Ring. Gegen einen Trainer, den mein Lucario so ins Herz geschlossen hat, muss ich unbedingt kämpfen. Ich erwarte dich in der Arena. Dort werde ich prüfen, ob du wirklich würdig bist, die Hüterin der Mega-Entwicklung zu sein. Deine Freunde können mich natürlich auch jederzeit zum Kampf herausfordern. Und was für eine dramaturgische Musik. Der Prof freut sich bestimmt riesig, wenn es dir gelingt, die Mega-Entwicklung zu meistern. So was kann nicht jeder der hergelaufene Trainer. Stimmt. Der Prof wollte endlich, dass wir Spaß auf unserer Reise mit den Pokémon haben und uns zum Ziel setzen, dass wir die besten Trainer werden, die wir nur sein könnten. Tiano, lass uns auch unser Bestes geben und alles aus uns herausholen. Roger, nimm dich in Acht. Wild, hier kommen wir. Also dann, Zweigi und Senna, Banana. Wir sehen uns später. Der Dialog ist aber noch nicht zu Ende. Eigentlich sind alle Menschen und Pokémon einzigartig. Aber genau deshalb ist es oft sehr hilfreich, sich mit anderen zu messen und zu versuchen, einander immer wieder zu überbieten. Denn nur so wird man besser und stärker. Eine gesunde Rivalität ist der Schlüssel zum Glück. Zwei, der Wettkampf zwischen dir und Kalle ist für eure Trainerkarriere sehr förderlich. Wenn ihr weiter versucht, einander zu überbieten, werdet ihr sicher beide sehr stark. Ich bin froh, mit euch zu reisen zu dürfen. Aha, okay. Na denn, werde ich mir hier mal den Turm trotzdem noch mal angucken.
Wird hier mal ein paar Etagen weiter hochgehen. Was? Ein Kampf? Da bin ich jetzt nicht wirklich drauf vorbereitet. Ach du Schande. Nur jene, die sich als würdig erwiesen haben, dürfen den Thron der Erkenntnis erklimmen. Ach so, wir werden nur abgewimmelt. Der Trainer lässt uns nicht nach oben. Jau. Yantara City. Okay, dann fordern wir erstmal die Arena-Leiterin von Yantara City auf. Bevor wir noch einmal den Thron der Erkenntnis gehen und dort den Stein der Erkenntnis, den Megastein erlangen. Ist wohl erstmal die nächste Challenge, die Arena von Yantara City. So sieht's aus. Das ist unsere nächste Prüfung. Erstmal das Pokémon-Team heilen. Das kann es gebrauchen. Das ist ziemlich geschwächt vom letzten Kampf. Vom Kampf gegen Kalem. Heilungen braucht es unbedingt. So. Alles klar, dann gucke ich mal schnell, was ich da so noch kaufen kann. In diesem Pokémon-Center. Was gibt's hier am Markt zu kaufen? Was habt ihr für mich? Ein Beleber vielleicht? Wäre vielleicht gar nicht so schlecht. Oh, ein Beleber. Dann kaufe ich mir doch Platz ein paar davon. Okay, warum nicht? Zehn könnten erstmal reichen. 10 Beleber. Geld haben wir auf jeden Fall genug dabei. Supertränke haben wir noch genug. 10 haben wir. Hypotränke könnten wir auch noch ein paar gebrauchen. So, das muss erstmal reichen fürs allererste, für die Arena. Joa. Und wo haben wir die Arena? Hier nicht, hier geht's raus. Auf der Route. Wo haben wir die Arena? Wo haben wir die Arena von Yantara City? Wo können wir die Arena nicht mehr herausfordern? Da haben wir sie. Alles klar. Passt das noch hier in den Part? Naja, zumindest die Arena können wir jetzt noch herausfordern, würde ich sagen. Können wir uns schon mal auf den Weg machen zur Arena-Letterin. Machen wir uns schon mal die Mühe. Mit einem Pokémon-Kampf, einem Trainerkampf. Kann man hier das nicht so stehen lassen. Die Yantara-Arena. So sieht's aus. Der Herr. Der Anleiter, der Arena-Typ, der uns Anweisungen gibt. Na komm. Sei gegrüßt, zukünftiger Champ. Wie steht's? Hier in der Arena von Yantara City dreht sich alles um Pokémon vom Typ Kampf. Und jetzt schnapp dir deine Rollerstick, geht's. Und besiege alles, was Rollen unter den Füßen hat. Ob von hinten, von vorne, von links oder von rechts, spielt keine Rolle. Ach so, ja, das. Ich erinnere mich dunkel daran. In dem ersten Let's Play von Pokémon Y. Dies ist ja ein Pokémon. Let's Play again. Pokémon Y Let's Play again. Für die Leute, die es noch nicht wissen. Die ein Part irgendwas mit 20 noch nicht geschnallt haben, dass das ein Let's Play again ist. So, dich wollen wir herausfordern. Ja, nice. Erster Trainer in der Arena. Du siehst so aus, als würdest du ein wenig Hilfe benötigen. Keine Sorge, ich bringe dir jetzt alles zu den Themen Skaten und Kämpfen bei. Pass gut auf. Ich pass auf. Und jetzt wird gekämpft gegen Herausforderer Rollerskater Phoenix. Phoenix. Dann nennt er sich selbst Phoenix. Und wie ein Phoenix aus der Asche heraus wird er nicht erstehen. Dann werde ich ihn besiegen. Also ich werde ihn zu der Asche machen, aus der er später wieder erstehen werden wird. Macht das Sinn? Nicht wirklich. Aber ja. Na komm, Erik. Ein bisschen Schaden kriegst du hin. Ein bisschen Schaden kannst du ausrichten, bevor er dir den Schaden ausrichtet. Ins Carabon. Nicht schlecht. Das war's. Da war es um Erik geschehen.
So, wie wär's denn mal mit Markus? Das wäre vielleicht nicht schlecht. Können wir den mal einsetzen. So, Nitro-Ladung. Setzt dem Ganzen ein Ende. Verbrutzt er es. Naja, ein Ende setzen sieht anders aus. Aber war auch schon mal ein richtiger Schritt in die richtige Richtung. Auwei. Der hat ordentlich reingehauen. Na komm, fast besiegt. Alles klar, den ersten Trainer hätten wir fast. Oh, Markus wird besiegt. Da geht die Stimme wieder. Sterben. Tut mir leid, dass heute meine Stimme ein bisschen im Eimer ist. Müsste leider irgendwie mit klarkommen. Na komm, hält durch. Regina, du bist doch stark. Du hältst doch ein bisschen was aus. Ah, der Rückstoß hat's erledigt. Alles klar, ein neues Level für Zwergina. 24. So. Roller Skater besiegt. Das gibt's doch nicht. Es gibt nichts, was dir noch beibringen könnte. Zwergfigur gewinnt 1920 Pokémon dann und geht siegreich aus dem Kampf gegen Roller Skater Kitty hervor. Das, was beibringen wollte. Ah, okay. Ebene Nummer 1 ist herausgestellt. Jetzt müssen wir noch zwei weitere besiegen, um die zwei weiteren Etappen herauszuholen. Nicht übel, dass du mich eingeholt hast, zeigt, dass du etwas vom Skaten verstehst. Im Kampf kannst du aber nicht mit mir mithalten. Na, das werden wir ja mal sehen. Drei Jahre. Uiuiui. Und der letzte hat dann zwei, wie es aussieht oder was. Los, Zwergina, halt durch. Probleme habe ich noch ein paar mit dabei. Könnte ich einsetzen, aber ich versuche es erstmal mit Zwergina. Zermürbe, los, Relaxo. Zermürbe. Ja, das könnte klappen. Okay. Das könnte auch knifflig werden. Starke Pokémon auf jeden Fall. Okay. Dann halt Antikkraft. Versuchst du, Balgras. Antikraft ist ja grundsätzlich keine schlechte Attacke. Das könnte doch klappen. Das könnte man hinkriegen. Na komm, Antikraft. Balgras geht's noch gut. Pam pam. Das hat mich gerade ein bisschen an Pompom erinnert von Super Mario. Der Gegner. Dieses kleine Schildkröten-Dingens, was da in den Luftschlössern ein bisschen rumstampft. Nee, Bum Bum hieß das, oder? Bum Bum und Pom Pom. Keine Ahnung, Pom Pom war, glaube ich, das weibliche Ding. Ja, ich spiele gerade nicht so viel Mario. Es ist gerade nicht so meine Mario-Zeit. Ich weiß es nicht. Vielleicht nächstes Mal wieder. So, da waren es nur noch zwei. So, Jestro. Ach du Schande. Vor dem Pokémon habe ich Angst.